Wie fällt die Grünkohlernte in diesem Jahr aus? Tja, der Grünkohl, der steht relativ gut. Der erste Satz war eigentlich sehr gut, das war perfekt. Wenn man jetzt die Köpfe sieht, die sind etwas kleiner, weil das ist der zweite Satz. Da haben wir, das ist die große Zeit gewesen, wo die 100 Liter Wasser gefallen sind pro Quadratmeter in den 3 Tagen. Da ist der gepflanzt gewesen und ja, das hat ihn etwas zugesetzt. Ist etwas kleiner geblieben, etwas mehr Gelbanteil. Die größten Witterungsschwierigkeiten dieses Jahr für den Grünkohl war eigentlich die extreme Nässe und dazu auch noch die Kälte dann dazu. Und dieser Dauerregen über, ja, teilweise waren es ja 7, 8 Tage, wenn ich diese Fläche so sehe, die hat teilweise bis zu 5 cm 7 Tage am Stück unter Wasser gestanden. Und das mag die Pflanze einfach nicht. Die mag gerne den Morgentau, den mag die gerne. Die kann eigentlich mit dem Morgentau kann die schon alleine groß werden, das reicht schon für die Pflanze. Die nimmt unwahrscheinlich viel Wasser übers Blatt auf. Und der Sturm hat uns natürlich richtig zugesetzt, weil das Laub von den Bäumen ist teilweise über, wenn ich da vorne sehe, die 5 Hektar Fläche ist drüber hergeweht. Das sind 250 Meter lange Reihen und das ist komplett von einer Seite bis zur anderen Seite rüber geweht und dann wird die Vermarktung schon wieder schlecht. Wann wurde der Grünkohl gesetzt? Wir setzen den ersten um 20. Mai rum. Der wird dann Anfang August geerntet. Und dieser hier, der ist so Anfang Juli gesetzt worden. Wie genau funktioniert das Ernten? Den Ernten machen wir mit unserem Plöger, der fährt ja gerade. Der hat solche Finger auf einer Walze und reißt die so von unten nach oben weg und fördert die dann durch Förderbänder in einen Bunker, einen Sammelbunker und werden dann verladen auf Container. Nach der Ernte geht der von hier aus wieder verladen. Wird verladen und nach Elo Frosty gebracht, dann wieder gewaschen, blanchiert und geschnitten und die Stängelanteile rausgesucht per Lasertechnik und Windtechnik. Der braucht auf dem Feld keinen Frost mehr, weil er den bei uns bei Elo im Kühlhaus bekommt. Und was genau ist Elo? Eine Obst- und Gemüsegenossenschaft und ja, die sind angefangen mit, so wie ich weiß, mit Erdbeeren und ja, Obst eigentlich. Und dann sind die langsam mit Frostware angefangen. Und da wurde die Fabrik zu klein in Langförden, weil das eigentlich eine ganz kleine Firma war eigentlich. Und da haben wir uns entschlossen, mit mehreren Genossen eine neue Firma aufzubauen, eine Tochtergesellschaft zu gründen, und das ist die Elo Frost. Ja, und damit etwas größer in die Produktion zu gehen. Dadurch sind wir natürlich auch krisensicherer und gemeinsam stark, weil wir viel anbieten können, ein großes Spektrum. Was für ein Betrieb sind Sie? Wir sind ein Obst- und Gemüsebaubetrieb mit Schweinehaltung und ganz normalen Ackerbau. Und in der zweiten Generation machen wir jetzt Erdbeeren und Brombeeren, Himbeeren und Grünkohlanbau. Gute 30 Jahre sind wir jetzt dabei.